Mahlzeit. Also wenn man etwas weiß, dann stellt man plötzlich immer mehr Fragen. Und so habe ich mich gestern gefragt, was stimmt denn nun? Entweder die 79,4 Grad minus Celsius, wohlgemerkt, in der Antarktis oder eine weltweite Erwärmung? Neue Rubrik Natur, einfach gefragt. Na, ist doch wahr. Ich hatte gestern, und zwar sieht man das bei Wetter Online gerne, dass hier über der bewegten Radarkarte, kombinierten Radarkarte, immer wieder irgendwelche Meldungen noch reinkommen, dies und das passiert und so weiter. Und da war diese Meldung hier, diese. Und um die wiederzufinden, habe ich ganz einfach nochmal geguckt. Und zwar muss man hier auf Wetterticker gehen und da sieht man die unter anderem auch mit anderen Meldungen kombiniert und so weiter. Und da findet man das. So, und jetzt lese ich euch das nicht alles vor, sondern ich werde euch am besten diesen Artikel verlinken hier, dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Und da frage ich mich doch tatsächlich, wenn ich mir jetzt nochmal hier aus diesem Artikel diese Kurve nochmal angucke hier, die hier, geht es hier nur aufwärts oder abwärts? Also wenn ich jetzt hier irgendwie eine Gerade rüberlegen würde, bleibt die zumindest gleich. Ich denke, hier geht es hockeystickmäßig nach oben. Sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, das habe ich ja schon mal gemacht, werde ich wahrscheinlich gegen Schluss auch noch verlinken, aber eins werde ich euch auf jeden Fall verlinken, und zwar nochmal die Playlist, wo es um Klimaschwindel geht von Akademie Radi. Josef Radi, so sieht er nicht aus, er sieht anders aus, aber er hat sich dieses Kunstbild zugelegt. Josef Radi ist von mir hochverehrt, weil der wirklich, der weiß viel, der Mann, der ist ein Genie. Und er recherchiert, wenn er sich einmal in was verbeißt. Und dann bringt er einem alle Daten, alle möglichen Daten, die es nur gibt. Und zwar echte Daten. Und zwar Daten auch der NASA oder von irgendwelchen anderen Instituten. Und da gräbt der alte Zeitungsartikel aus. Der Mann ist, ich sag einfach bloß, der ist genial. Und wie gesagt, dann ist er auch verbissen. Wenn, dann richtig. Leider hat er noch einen zweiten Hinweis auf mehreren Videos, immer wieder mal. YouTube, also Google, hat mich, also Josef Radi, hat mich aufgrund meiner Klimaunglaubigkeit demonetarisiert und blendet gegen meinen Willen Wikipedia-Links ein. Ja, so geht's mir ja auch. Also Demonetarisierung habe ich schon über ein Jahr und da gab es dann fröhliche Stimmen, die mich sogar angerufen haben. Der Lehrer, der hat jetzt kein Geld mehr. Naja, klar. Herrlich, ich fand das so lustig. Schade. Der ruft nicht mehr an. Vielleicht habe ich es ja bald wieder so. Gut, also wie gesagt, Klimawandel, historische Daten, Berlin, 1701 bis 1993. Ja, jetzt guckt euch mal an, was er ausgegraben hat. Und seht ihr da irgendwelche Hockeysticks nach oben gehen? Naja, und so weiter. Also, das ist alles genial. Der Mann, der nimmt sich da wirklich, macht sich richtig Mühe und bringt so viele Fakten. Und das sind Fakten. Er muss ja gar nicht mal irgendwie sagen, oder er gibt da keine Meinung ab oder nur ganz selten mal eine Meinung, indem er sagt, na, 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 Verschwörungstheoretiker oder solche Stimmen, ne? Also unterm Strich, alles Fakten, aber na klar, wegen solcher Fakten, ja, da wird man dann demonetarisiert. So, das war's. Also, will sagen, fassen wir nochmal zusammen, irgendwas haut hier nicht hin. Das ist einer der kältesten Winter und wenn ich mir die Kurven angucke, ja, hoch und runter, aber im Durchschnitt bleibt so. Ich denke, Hockeystick zeigt nach oben. Wo ist er denn? Nix ist. Werde ich euch, wie gesagt, diesen Artikel hier verlinken. Diesen und nochmal diese Klimaschwindel-Playlist von Josef Radi. Und dann hoffen wir mal, dass uns der Mann hier auch noch schön lange erhalten bleibt, weil mehr kann man nicht lernen. Einen schönen Tag und wie war das? Bum, bum, bum. Wer nicht fragt, ist dumm. Ach, weiß ich. Ich weiß es nicht mehr. Bleibt beim Thema, was das Kommentieren angeht. Das kann ich bloß versprechen, weil ich habe schon wieder welche rausgeschmissen, der mir in so ein einfaches Divisionsvideo schon wieder Politik mit reinschmeißt. Das hier ist Faktenwissen. Hier geht es auch um Politik. Hier kann man mal wieder was loslegen. Aber zu diesem Thema und nicht zu den anderen gleich wieder. Das hat hier nichts mit diesem komischen C zu tun, ne? Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag und an die Schüler, lernt schön. Denn wer nicht fragt, ist dumm. Und wer nichts gelernt hat, ja, der kann sich auch für nichts interessieren, der kann auch nicht fragen. Logisch. Na dann, alle guten Wünsche. Macht was, aber macht's gut. Tschüss.